Servus, guten Morgen und damit herzlich willkommen zur Besprechung der Märkte am heutigen Dienstag. Wir sehen es im Hintergrund. WTI macht sich zum Aufbruch bereit. Das ist das Top-Thema im heutigen Briefing hier zur Markteröffnung. Dazu natürlich noch ein bisschen Währungsbereich. Wir haben Euro, US-Dollar auf der Uhr und das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken und selbstredend natürlich auch die Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt. Die guten Morgengrüße kommen auch schon rein. Bild und Ton sind gut, hervorragend. Das ist klasse, das freut mich sehr. Deswegen machen wir hier nicht lang mit Vorrede rum, sondern kurz den Risikohinweis. Ich bitte hier in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wäre durch. Und damit schauen wir noch ein bisschen auf die Nachrichten. Auch dieser Tag heute wieder pickepacke voll mit dem Thema der Einkaufsmanager-Indizes. Aber ich sehe gerade, hier haben sich die falschen Zeiten bzw. das falsche Datum eingeschlichen. Dann machen wir das heute einfach mal live hier. Kurzen Augenblick. Wirtschaftskalender auf. Was haben wir heute? Gestern, heute, Tatsache. Da hat sich doch hier was Falsches eingeschlichen. Also, was bekommen wir heute an wichtigen Nachrichten? Na, viel Wichtiges gibt es heute nicht. Aus Großbritannien gibt es ein bisschen was zum Häusermarkt. Wir bekommen in der EU das BIP. Und dann ja, gibt es noch die Rohöl-Lagerbestände. Also heute ein Tag, der, sagen wir mal, von der Nachrichtenseite her relativ ruhig ist. Aber eine Sache, die ist da. Und zwar geht es in den USA momentan wieder um die Verhandlung für ein neues Stützungspaket für die Wirtschaft. Und das hat natürlich immer wieder sehr, sehr starken Einfluss auf die Märkte, beziehungsweise kann sehr, sehr starken Einfluss auf die Märkte haben. Denn wir haben ja gesehen, was nach der FED-Sitzung passiert. Als da gesagt wurde, Moment, wir warten erstmal ein bisschen, was Biden hier anstellt. Und Biden hat jetzt die Republikaner ins Weiße Haus eingeladen, um darüber zu sprechen, wie man hier stützend wirken kann. Es geht nicht nur darum, die Impfung voranzubringen, sondern halt wirklich auch die lahmende Wirtschaft wieder langsam in Schwung zu bringen, beziehungsweise weiter alles abzubremsen, was man abbremsen kann, damit der Fall nicht zu brutal wird. Das bleibt sehr, sehr interessant und Nachrichten aus dieser Ecke heraus, die haben natürlich ordentlich Potenzial, die Märkte hier durch die Gegend zu bewegen. Das Ganze sollte man natürlich immer irgendwo mit im Hinterkopf haben. Die Indizes sind gut in die Woche gestartet. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Zuvor allerdings hier, wie besprochen bzw. wie angekündigt, der Blick in den Ölmarkt. Und dazu mache ich die Bilder auch gleich mal noch groß hier, damit jeder alles gut sehen kann. Und wie schon gesagt, wer einen Wunschmarkt hat, gerne schon rein in die Chats. Dafür gibt es die Chats auf Zoom und auch auf Facebook, dass wir uns das Ganze anschauen können. So, was haben wir hier? Wir haben hier zunächst einmal entsprechend den Blick in das längerfristigere Bild im WTI. Das heißt an dieser Stelle hier natürlich der große Schirm. Und wir sehen es hier. Der große, große Aufwärtstrend im Öl ist weiterhin absolut intakt. Und ja, wir sehen hier hinten in der Ecke, wo wir gerade uns den Chart ein bisschen anschauen, ein leichtes Dreieck und gestern sind wir auf die Oberseite vom Dreieck schon rangelaufen und jetzt spielt der Markt tatsächlich den Ausbruch aus diesem Dreieck. Was gibt es hier im größeren Bild jetzt zu beachten? Im größeren Bild gibt es Folgendes zu beachten. Erstens, hier hinten habe ich so ein bisschen versucht zu markieren. Die 53-Dollar-Marke ist schon ein sehr, sehr wichtiges Widerstandslevel gewesen. Das haben wir gesehen oder ist es auch immer noch. Wir müssen ja erstmal stabil oben drüber kommen. Heißt also, die 53-Dollar-Marke ist das aktuelle Level der Korrektur. Und das ist schon mal ein relativ gutes Zeichen, dass der Markt hier in einer Seitwärtsphase die gesamte Konsolidierung in einer relativ engen Spanne über die Seite, also über die Zeit, sozusagen abgewickelt hat. Das wäre der erste Punkt, der hier mal positiv zu sehen ist, der für Stärke spricht. Der zweite Punkt, der jetzt für Stärke sprechen würde, wäre es tatsächlich, wenn wir dieses Zwischenhoch hier drüben, wir sehen es hier hinten,
Das Level bei knapp 54, 36 war das Zwischenhoch hier oben. Da haben wir hier auch noch so ein Mini-Mini-Gap oben dran. Wenn der Markt das jetzt tatsächlich rausnimmt, das könnte durchaus der Startschuss für eine schöne Rallye sein. Hoch hier oben haben wir es drinstehen in Richtung 57,90. Wir haben es hier drüben in diesem Drehbereich hier. Da dieses Level haben wir gesehen, viel Marktbeachtung gefunden, beziehungsweise leicht oben drüber. Die 59,62 ist dieses Spike hoch hier oben. Das ist durchaus interessant. Das ist absolut eine Option, wenn es hier deutlich weiter nach oben gehen soll. Das sehen wir, haben wir natürlich ganz klar auf der Uhr den Weg nach oben hin gegeben. Das in diesem Blick, das Long-Szenario, muss allerdings, das sage ich an dieser Stelle, das muss noch bestätigt werden. Wie so eine Bestätigung ausschaut, schauen wir uns gleich auch an in der kleineren Zeitebene. Aber es sieht schon mal zumindest relativ gut aus. Nur sollte hier tatsächlich der Ausbruch oben raus ein Fake sein und wir nicht durchstarten, dann müssen wir uns mit der Unterseite beschäftigen. Ja? Das heißt hier die 51,40, das ist hier unten dieser Bereich. Man kann das noch ein bisschen nach oben ziehen. Ich habe einfach mal das kleine Zwischentief hier genommen. Aber dieser Bereich hier, das ist der wichtige Bereich. Wird der unterschritten, dann sieht es nach unten hin eher nach Luft aus. Das heißt, Kurse unterhalb dieses Levels, da sollten wir uns erstmal drauf fokussieren. Hier der Ausbruchsbereich um die 49,25 und das kleine Swing Low hier ebenfalls in einem Ausbruchsbereich verortet. Das wären dann mal im Tageschart die nächsten Unterstützung auf der Chart-Unterseite. Und das Thema haben wir halt, müssen wir auf der Uhr haben. Und das schauen wir uns jetzt mal im Kurzfristbild an. Ich gehe mal ganz kurz hier in den 4-Stunden-Chart rein. Da sehen wir sehr, sehr schön das Ganze nach oben geklettert hier und das die Konsolidierung auf dem hohen Niveau. Und jetzt haben wir halt wieder einen Markt, der nach oben schwingt. Und wir sehen halt hier, es ging hier ziemlich hin und her in dieser Situation. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen es, wir haben jetzt mittlerweile hier auch im 4-Stunden-Chart einen kleinen Aufwärtstrend. Ich skizziere den einfach mal kurz ein hier. Schaut es euch an, Bewegung, Korrektur. Und jetzt sind wir halt oben drüber gegangen und haben hier wichtige Hochs auch rausgenommen. Und das ist der wichtige Fakt, der schon etwas für das bullische Szenario spricht. Das heißt, wenn man sich mal ausschaut, wie schön der Markt hier über dieses kleine Zwischenhoch um die 53,60 gelaufen ist und hier diese Zwischenhochs auch rausgenommen hat. Das ist durchaus sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier oben übers Tageshoch drüber fliegen, vielleicht aus einer hohen Konsolidierung raus, das könnte schön einen Effekt nach oben geben, der das Ganze durchzieht. Allerdings, und das ist das, was ich auch gesagt habe, wir haben hier oben halt noch dieses Widerstandslevel liegen, wo der Markt beim letzten Mal nach Überschreitung der 53-Dollar-Marke rangelaufen ist und dann nach unten abgeprallt ist. Und dieses Level gilt es jetzt halt zu erobern. Wenn nicht, wie schon gesagt, Rückkehr in dieses Dreieck hinein. Und dann müssen wir ganz genau auf der Uhr haben, was passiert denn hier unten in diesem Level um die, ich sag mal grob, das Tief hier hatten wir bei 51,40 und dann hier oben die Swing Highs, die wir ja, oder die Swing Lows, die wir hier in diesem Bereich hatten, also hier irgendwo zwischen 51,40 und 51,80. Das wäre dann der wichtige Bereich an dieser Stelle und das ist wirklich sehr, sehr interessant an diesem Punkt wirklich zu sehen. Wir sehen es, hier kam immer wieder Kaufinteresse rein und sollte das nach unten abverkauft werden, das fängt dann allerdings schon hier oben an, ja, also das heißt bitte, die kurzfristigen Traderinnen und Trader, ja, wir sehen, wir bekommen hier im Chat auch schon entsprechend Fragen zum Öl auch rein, da läuft es dann runter, wenn der Abprall kommt und das kann man gut und gerne schon mitnehmen und wie schon gesagt, wenn man das ein bisschen nach unten plant, hier unten, wichtiges Level, hatte ich gesagt, fällt das weg, hier haben wir noch ein paar kleine Zwischenlos, hier an diesen Stellen, schaut mal hier, da und dort, das sind die Marken um die 50,36 und 59,42, das sind auch Marker durchaus relevant für die Chart-Unterseite. Und jetzt schauen wir uns diesen Schub nach oben, diesen letzten hier, nochmal kurz im 15-Minuten-Chart an. Da sieht man nämlich sehr, sehr schön, wie der Move von unten rauskam, sehr, sehr schön trendig. Hier sieht man schön diesen Aufwärtstrend nach oben laufen. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist tatsächlich die hohe Flagge. Also hier oben, das ist das Kleine, das ist die Korrektur, die wir gerade im 4-Stunden-Chart oder auch im Stunden-Chart sehen.
Und wie schon gesagt, wenn der Markt das hält und hier oben drüber fliegt, dann haben wir Chancen, den Widerstand hier rauszunehmen und den Weg oben Richtung 57 Dollar zu gehen. Bricht es hier allerdings weg, nach unten durch, dann müssen wir einfach schauen, wo wichtige Anlaufmarker liegen. Und dann sehen wir es hier schon in diesem trendigen Verlauf auch drinnen. Die alten relevanten Level, die wir hier hatten, ich mache es mal ganz kurz klein, schaut mal hier oben, so diese Schwungbereiche, diese Ausbruchslevel, die wir hier in dem Bereich hatten, die sind durchaus erst einmal interessant. Und für die Kurzfristtrader wird es dann noch interessant, hier diese kleinen Zwischentiefs, die wir hier gehabt haben, in diesem Dreh- und Wendebereich, knapp um die 53,30, beziehungsweise hier unten drinnen, hier an diesem Punkt hier, dieses kleine Zwischentief um die 52,20. Das sind dann tatsächlich sehr relevante Marken. Erstmal wieder auf dem Weg zur Unterseite Richtung 51,40 bis 51,80. Und wie schon gesagt, wenn dort auch kein Halten ist, dann wahrscheinlich eher der Weg nach unten in die Auffangbereiche, die wir im 4-Stunden-Chart gerade gesehen haben. Und die sehen wir sehr, sehr schön, natürlich auch im 15-Minuten-Chart. Das ist ein sehr, sehr schöner Spannungsbereich, den wir hier im Öl haben. Das wird also eine gute Gelegenheit, hier mal wirklich näher hinzuschauen, ob es hier Ermüdungserscheinungen bekommen oder der Markt einfach nach oben durchziehen möchte. Das der Blick ins WTI, Kürzel hier entsprechend XTI, gut handelbar bei Tickmill. So, wir machen jetzt weiter mit den entsprechenden Währungen und ich schaue jetzt zunächst erstmal in das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Zuvor allerdings ganz kurz noch ein kleiner Blick in den Future. Übrigens, ich bin am Arbeiten, dass wir die Futures hier auch bald besprechen können. Es gibt noch ein paar technische Sachen, die vorbereitet werden müssen. Aber ich denke, in Kürze wird es bald hier an dieser Stelle losgehen. Und worauf ich jetzt hinaus möchte, ist mit Blick auf die Währungen einmal wieder der Blick in das Thema der Futures im Währungsbereich. Und zwar dort genau der Currency Future, und zwar der US-Dollar. Den mache ich gerade mal eben auf. Und der hat gestern, hier, wir sehen es im Chartbild ganz klar, hier oben die Marke von 91 Dollar überschritten. Wir sind hier oben in einem extrem wichtigen Bereich hier. Das ist ein Widerstandsbereich so zwischen, naja, ich sag mal so grob, um die 91, dieses Level hier, das sehen wir. Ich hoffe, man kann das relativ gut erkennen durch die Einstellung, die ich jetzt hier habe. Ist nicht so scharf, aber ich denke, man kann es trotzdem erkennen. Hier haben wir einen sehr, sehr starken Widerstandsbereich. Und wenn es der Markt schafft, hier oben drüber rauszulaufen, dann sieht es eher wieder bullischer aus für den US-Dollar. Das heißt, Short, ganz klar Short für den Euro-US-Dollar, zumindest wenn die Korrelation so bleibt wie immer. Da muss man ganz genau drauf schauen. Und das könnte dann unter Umständen auch auf andere Währungspaare entsprechend abzielen. Da erstmal jetzt rein, der Blick sozusagen in den US-Dollar, Schweizer Franken. Man sieht es schon, hier ist eine gute Stärke vorhanden. Wir schauen allerdings erstmal hier rein in den Tageschart vom US-Dollar, Schweizer Franken. Und den muss ich jetzt mal ein bisschen größer machen, denn wir haben es hier gesehen, gestern gab es eine massive Rallye im Euro, im US-Dollar, Schweizer Franken. Er hat dieses Widerstandslevel um die Marke von 89,20 rausgenommen hier oben, hat damit auch definitiv die Trading Range verlassen, und zwar nach oben, und zwar auch nachhaltig mit dem kurzfristigen Blick. Und das ist jetzt wirklich das sehr, sehr wichtige Zeichen. Was passiert hier oben? Wir sehen es, in der Konstellation sind wir gerade in der Korrektur auch auf relativ hohem Niveau. Und wenn sich das Ganze jetzt nach oben entlädt, dann wird es hochinteressant, was hier oben an diesem letzten größeren Verkaufslevel passiert hier, wo der Markt mit der Dynamik so stark nach unten gefallen ist. Das ist dann ein sehr, sehr interessanter Fakt. Das ist die Marke von 89, ein paar in der 80 oben rein. Wenn das auch wegfliegt, dann ist viel Luft oben rein, und das spricht dann halt genau dafür, dass der US-Dollar an Stärke gewinnt. Das heißt, die US-Dollar-Stärke treibt dann sozusagen die Kurse hier nach oben. Man bekommt für einen US-Dollar einfach mehr Schweizer Franken, und das schiebt dann den Chart nach oben. Wir sehen halt, wenn hier dieses Level um die 89,80 nachhaltig rausgenommen wird, ist der Weg nach oben tatsächlich erst einmal frei. Wir haben hier ein paar schöne Bereiche hier. Das Verkaufslevel um die 90,88, 90,80 rum ist mal der erste größere Anlaufpunkt. Und deswegen schauen wir uns das gleich mal noch im 4-Stunden-Chart entsprechend auch mit an. Hier in diesem Punkt sehen wir es, dass schön
der Aufwärtsschub, den wir hier bekommen haben. Ich mache es mal kurz an hier. In grün sehen wir schön steigende Hochs, steigende Tiefs. Jetzt hier die Konsolidierung auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wie schon gesagt, wenn das Ganze hier an dieser Stelle jetzt nach oben durchschiebt, dann ist der Weg nach oben hin frei. Und wenn wir uns hier mal ein bisschen zur Seite orientieren wollen und mal schauen, wo auch gute Anlaufpunkte sind. Ich habe es ja gerade im Tageschart gesucht, wo wir Anlaufmarke haben. Der Blick in die kleineren Zeiteinheiten macht es häufig noch ein bisschen feiner. Also das heißt, wenn wir hier tatsächlich den Ausbruch über die 89,80 schaffen, dann hier das kleine Zwischenhoch um die 0,90,15 und dann hier der Dreh- und Verkaufbereich, den wir hier drüben haben, die Marke von 0,90, 88, 90 hier in diesem Drehbereich rum. Also hier haben wir es halt stehen, hier in diesem Level. Das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Sollte Dynamik nach oben reinkommen. Wenn nicht, dann sehen wir das auch. Gibt es hier oben den Abprall, fallen wir hier unten drunter unter dieses kleine Zwischentief hier, diese Marke, dann ist erst einmal Ende für die Aufwärtsbewegung, dann gibt es eine Korrektur. Und wenn man einfach mal schauen möchte, sozusagen dieses Level hier unten, des Ausbruchsbereich, das mache ich mal ganz kurz in grün, das wäre dann natürlich der nächste, sage ich mal, erste Auffangbereich, den wir hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart drinnen haben. Das heißt, die 89,20, das wäre dann mal das erste größere grüne Level. Darunter, wie schon gesagt, hier diese Zwischenpunkte, die Auffangbereiche knapp um die 88, 75 beziehungsweise dann hier leicht unten drunter das Swinglow bei 0,88, 60 und dann hier der große grüne Bereich bei 88 um die 50. Das ist die Marker im US-Dollar, Schweizer Franken, sollten wir einen Abprall vom Widerstand bekommen. Und damit gehen wir hier rein in den Euro-US-Dollar. Hatte ich ja gerade kurz ein Wort zu gesagt, was das Thema Euro angeht. Und dazu jetzt der Blick in die europäische Währung in Zusammenhang mit dem US-Dollar. Und wir sehen hier momentan weiterhin, ich will jetzt nicht sagen, den erbitterten Kampf um dieses Level hier, um die Marke von 1,2060, aber es ist genau das hier im 4-Stunden-Chart, sieht man sehr, sehr schön an dieser Stelle. Das Level, was wir hier haben, ist ein sehr, sehr wichtiges Level und da gilt es jetzt halt drum, die Entscheidung zu finden. Wir sehen es, der Markt trendet hier im Kleinen schon nach unten. Hier sehen wir es im Lower Timeframe, ist der Markt nach unten gerichtet, im größeren Zeitrahmen hier im 4-Stunden-Chart selbstredend auch. Aber das ist einfach an dieser Stelle, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das Battle um diese Marke und hier wird sich viel entscheiden, wie das Thema in den USA ausgeht, wie das Thema mit den Wirtschaftsstützen ausgeht und. Es ist jetzt noch nicht sicher, dass der US-Dollar tatsächlich heftig nach oben abgeht und der Euro-US-Dollar tatsächlich nach unten wegschmiert. Aber, und jetzt kommt halt dieses Aber, wenn das passiert, dann sehen wir, wie viel Luft nach unten erstmal da ist im US-Dollar, im Euro-US-Dollar. Denn wenn hier die Bastion um die 1,2060 fällt, dann ist der Weg erst einmal frei hier in die 1,1965 beziehungsweise kurz unten drunter die 1,1920. Das sind die Marker, die wir hier auf der Uhr haben müssen zum Euro-US-Dollar. Und das ist jetzt wirklich interessant. Deswegen habe ich das heute Morgen auch mal noch mit reingenommen. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Ich habe das Währungspaar jetzt nicht sozusagen in das Morning Briefing beziehungsweise in den Blog mit reingenommen. Da steht heute mal Öl drin. Ne? Ich habe das aber ganz genau im Auge, wie der Markt sich hier entscheidet und wie er sozusagen reagiert auf das, was wir sehen. Müssen wir mal schauen, wie der Tag heute wird, wenn wir uns den Tag mal anschauen wollen. Wir sehen ja an dieser Stelle hier tatsächlich den Abgabedruck, der hier unten allerdings immer wieder aufhört. Sollte es hier tatsächlich einen Rutsch nach unten drunter geben, dann der Wert deutlich nach unten offen und dann haben wir halt hier auch im größeren Bereich den Weg nach unten da. Sollte es allerdings eine Umkehr geben, das heißt hier den Rebound, das könnte dann hochinteressant werden und da muss man mal ein bisschen schauen, was heute eventuell durch die beiden Regierungen aus den Gesprächen rauskommt, wenn es da schon irgendwas gibt, was über die Ticker laufen kann, dass man sich das
Ganze mal anschaut, dann wird es natürlich interessant, denn hier unten am Support haben wir hier den letzten Abwärtsarm. Der hat hier oben sein Zwischentief. Ich ziehe das mal ganz kurz runter hier in diesem Bereich um die Marke von knapp 1,20. Was haben wir hier? Knapp 1,21 in diesem Bereich. Und das ist jetzt nämlich das Interessante. Sollten wir hier tatsächlich ein Abpreisszenario bekommen, dann wird der Markt nach oben drehen. Und dann wird der Markt halt hier quasi einen Aufwärtstrend machen. Ich skizziere das mal ganz kurz an und dann haben wir schon eine Umkehrformation, die wir durchaus dazu nutzen können, den Markt etwas nach oben zu traden. Das heißt, das wäre dann genau dieses Bild aus der ersten indikativen Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, in diesem leichten Kanal, dann nach oben durchzustarten, hier einen Aufwärtstrend zu machen und dieses Level hier sozusagen rauszunehmen. Wenn das gelingt, dann können wir uns durchaus auf der Chart-Oberseite orientieren, hier in diesen Levels, in diesen Drehbereichen. Das wird dann interessant. Da muss man aber wirklich erstmal schauen, was da unten passiert. Und wie ich schon gesagt, wenn dieses Level hier unten tatsächlich nachhaltig aus dem Markt genommen werden sollte, ja gut, dann muss man einfach sagen, dann muss man sich tatsächlich erst einmal zur Unterseite orientieren. Und wenn wir dann mal aufs große Bild schauen, wäre das dann halt genau das, was wir hier im Wochenchart sehen, die deutliche Korrekturausweitung auf die Chart-Unterseite. Und dann haben wir halt hier auch die großen Auffangbereiche. Das wird spannend, interessant, behalte ich auf alle Fälle mit im Blick. So, dann schauen wir mal in die Fragerunde noch mit rein. Öl hatten wir, wie schon gesagt, das passt. Schauen wir mal noch auf Zoom. So, jetzt haben wir noch eine Frage, ob man den Facebook-Link für dieses Online-Seminar im Zoom-Chat stellen kann. Ja, kann man. Ich zeige auch gleich mal, wie das Ganze geht. Kann sich jeder entsprechend auch anmelden. Einfach mal auf die Website hier von Tickmill gehen, auf dieser Stelle. Und dann einfach, also hier tickmill.eu/de und dann haben wir hier einfach bei den Werkzeugen die Webinare und bei den Webinaren gibt es halt hier die täglich neuen Handelsideen, klickt man einfach drauf und dann kann man sich für dieses Webinar hier anmelden, also für diejenigen, die die Videos angucken und diejenigen, die es auf Facebook schauen wollen, die gehen einfach auf oder die geben einfach der Website bzw. der Facebook-Seite von Tickmill ein Like, auch den Link schicke ich natürlich gerne nochmal rein, einen kurzen Augenblick. So, dann haben wir es hier. Einmal zack auf Tickmill gehen und dann geht das los. Kurzen Augenblick. So. Gut. Also, Kontrolle C und dann schreibe ich das einfach mal hier in den Chat hinein. Also, über diesen Weg kann man entsprechend auch auf Facebook sich das Ganze anschauen. Hier. Das Ganze dazu. Wir machen jetzt weiter noch mit der Frage, ob ich was zum Silber sagen kann. Holla die Waldfee, Silber. Meine Leute, es ist krass. Es ist einfach irre, was hier losgeht. Wir haben das ganze Thema bei GameStop, bei der Aktie gesehen, was Kleinanleger hier machen, in engen Märkten. Man muss wirklich dazu sagen, das sind immer die engeren Märkte oder häufig die engeren Märkte, in denen solche Extreme entsprechend auftreten können. Und wir sehen es im Silber, was hier durch diese Verabredung der Privaten etwas im Silber zu tun gemacht werden kann. Und der Silbermarkt ist halt nun mal ein Rohstoffmarkt. Rohstoffe sind begrenzt, da gibt es nicht unheimlich viel Handelsvolumen und da kann man natürlich dadurch sehr, sehr viel an den Märkten bewegen, gerade wenn sich größere Gruppen zusammenschließen. Was hier jetzt passiert ist, ist natürlich ziemlich heftig. Man sieht natürlich auch diese extrem großen Volatilitäten. Ich habe mich gestern mit dem Martin Gösch über das Thema unterhalten und er sagte, der hat einen bekannten Silberhändler, der handelt sozusagen mit klassischem Silber, quasi dem Rohstoff in einer Handlung, in einem Geschäft. Und er sagt, er kriegt nichts mehr zu kaufen. Der Markt ist komplett leer. Und das ist natürlich dann ein Fall, wenn man so eine extreme Nachfrage hat und der Markt so eng ist, ist das Ganze natürlich an dieser Stelle auch sehr, sehr eng mit der Bepreisung. Das heißt, da gibt es dann die Ausweitung der Spreads teilweise und man hat natürlich auch entsprechend hohe
Nachfragedruck, der die Preise extrem nach oben schiebt. Das Ganze kann dann allerdings relativ schnell wieder nach unten gehen. Und wenn wir uns diesen Chart jetzt hier mal anschauen und man möchte einfach mal sehen, wo es hingehen kann, dann sehen wir halt einfach auch, was hier passiert ist. Der Markt ist quasi deutlich nach oben gelaufen, hat hier ein neues Jahreshoch, ein neues Mehrjahreshoch geschrieben. Ich weiß gar nicht, dass wie viel Jahreshoch das ist. So hoch, wie wir jetzt stehen, müssen wir mal kurz gucken, standen wir... Moment, mal dieses Level hier genommen. Hier, zuletzt im Jahr 2001. Nein, 2013, so rum. Also hier im Jahr 2013 standen wir schon mal da, wo wir hier im Jahreshoch aktuell gestanden sind. So, und jetzt sehen wir hier eine ganz klare Umkehrkerze, die sich hier auf Monatsbasis bildet. Nur das ist einfach jetzt noch nicht zu reden. Aber was wir hier sehen, ist natürlich ganz klassisch die Tatsache, wir haben hier eine starke Abwärtsbewegung mit drinnen. Und es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wohin das Ganze in solchen großen Levels gehen kann. Aber rein mal aus der charttechnischen Analyse heraus würde ich mal sagen, dadurch, dass der Aufwärtstrend, den wir jetzt hier haben, gebrochen wurde, wir haben jetzt hier schon einen Abwärtstrend und hier unten war das letzte korrektive Zwischentief, hier knapp unter der Marke von 27,95, haben wir jetzt erstmal aus technischer Sicht gute Chancen hier, ein Gap Close zu machen, also irgendwo rein um die 27,45 bis 27,50. Und wenn sich hier auch keine Käufer finden, dann haben wir die nächsten charttechnischen Marker einfach unten liegen, wenn wir uns den Trendverlauf mal angucken. Und dann nehmen wir einfach mal die Zwischentiefs, die wir hier auf dem Aufschwung gehabt haben. Und da sehen wir hier unten diese Marke, dieses Level so grob über den Daumen um die 26,65. Hier unten haben wir liegen die 26 ungefähr 0,5. Dann haben wir hier diesen Dreh- und Kaufbereich, wo auch dieses kleine Zwischentief hier unten ist. Da haben wir so den Bereich um die 25,65 bis 25,75. Das sind mal Auffanglevel unten raus, die wir hier durchaus sehen und den Markt nach unten auf der Uhr mit haben. Und es ist halt jetzt im Silberpreis, und das schaue ich mir mal auch an, interessant zu sehen, wie das Ganze weiterläuft. Weil man hat ja im Aktienbereich gesehen, wie brutal der Markt unten drunter rauf oder entsprechend abverkauft. Ich sage heute zur Mittagszeit in meiner Sendung Mike Seidels Wall Street Traders Lunch auf meiner Facebook-Seite, packe ich dann auch auf dem YouTube-Kanal der Investorschule, sage ich einfach nochmal ganz kurz ein paar Worte zu solchen Themen. Möglicherweise ist es jetzt auch so, dass die Privatanlegerschaft hier auch lernt, dass die Märkte doch relativ volatil sind an dieser Stelle und wir hier natürlich immer darauf achten müssen, dass es runtergeht. Aber in diesen Märkten ist es halt einfach auch so, dass die Käufer relativ schnell wieder zurückkommen können. Und wer hier sozusagen diese Spekulation aus der Korrektur wieder in die Allzeithochs oder in die Langzeithochs wieder reingehen möchte, der guckt sich das Ganze im Kleinen an und schaut einfach, wann fangen wir wieder an, nach oben zu trenden. Und wenn wir das tun, sind es erste Indizien dazu, dass wir hier reingehen, auf die Longseite wieder rauf und für den Kurzfristbereich wäre es mal hier die Überschreitung des aktuellen Hochs hier im 5-Minuten-Chart hier etwas um die 28,27. Da würden wir auch den wichtigen Verkaufsbereich hier rausnehmen und dann den Weg nach oben wieder zu begleiten. Ein paar schöne Anlaufmarke haben wir auch auf der Oberseite hier im Bereich. Wir sehen es hier oben 28,72,75 hier in diesem Bereich. Hier oben ist das nächste, der Drehbereich um die 28,90 rum. Und dann haben wir hier die kleinen Zwischenhochs. Das sind Anlaufpunkte, die wir durchaus nach oben sehen können. Also hier an dieser Stelle das Interessante. So, jetzt bekomme ich noch weitere Fragen, kurz noch zum Facebook-Stream. Ich habe die Frage hier im Chat eigentlich beantwortet, aber ich schicke das Ganze nochmal in die Fragen. Nee, ich habe keine offenen Fragen. Ich habe es gepostet. Der Link ist da um 8.53 Uhr. Bitte nochmal reinschauen. Der ist definitiv, sollte da sein. Wenn nicht, bitte, wer das jetzt nicht sehen kann, einfach die Seite auf Facebook von Tickmill Deutsch liken oder aber mich einfach kurz anschreiben, Mike Seidel, mich kennt man ja auch, eine Freundschaftsanfrage schicken und dann gebe ich den Link gerne entsprechend nochmal rüber. Und auch diese Videos werden natürlich auf dem YouTube-Kanal von Tickmill auch gezeigt. Das heißt, wen das interessiert, da lade ich das Ganze auch mit hoch. Wer den YouTube-Kanal auch mit haben möchte, da schicke ich das Ganze selbstredend auch nochmal mit rein. Die Stelle haben wir ja jetzt gehabt, kurzen Augenblick.
kommt sofort. Und da haben wir den YouTube-Kanal von Tikmel Deutsch. Und damit kann sich jeder das Ganze auch mit anschauen. Kurzen Augenblick, geht sofort los. Ich hole den Link mal raus. Da haben wir die Playlist und in der Playlist sozusagen, da gibt es entsprechend die Gruppe mit den täglichen Handelsideen, wo ich das Ganze reinstelle. Und das kann man sozusagen quasi immer gut mit reinnehmen, um das Ganze entsprechend mit draufzunehmen. Also hier nochmal kurz der Link entsprechend rein in die Chats. So, da ist auch die Linkadresse für den YouTube-Kanal. Ja, und ich sage an dieser Stelle, weitere Fragen quasi haben wir zurzeit nicht. Danke natürlich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was die Märkte heute machen. Wir sehen einfach mal kurz, der DAX zieht ja auch schön entsprechend nach oben wieder oder ist wieder schön nach oben rangezogen. Ist jetzt hier in einem wichtigen Bereich angekommen, nämlich dass die Region um die 13.700 Punkte Marke. Hier wird es jetzt sehr, sehr interessant. Wir haben einen schönen dynamischen Schub nach oben gesehen an dieser Stelle. Das ist nochmal interessant zu sehen. Sollte es tatsächlich hier das Level oder sollte es dem DAX gelingen, tatsächlich nachhaltig über die Marke von gut 13.720 Punkten drüber rauszugehen, haben wir gut Potenzial, hier oben rein Richtung 13.8, 13.9 zu laufen. Und ein ähnliches Bild sehen wir hier in den USA. Wir hatten halt gestern quasi hier einen massiven Gegenbewegungstag und heute, ja, nimmt der Markt endlich mal die Zwischenhochs raus. Wir sind gestiegen mittlerweile über die Marke von 3.790, die alten Zwischenhochs. Der Deckel war da drauf, um die 3.785, da laufen wir jetzt drüber und deswegen haben wir hier kurzfristig gesehen die Chance, ein Stück weit oben rauf zu laufen und das Ganze hier nach oben weiterhin mit zu schieben und das Ganze im Stundenchart, da sehen wir es hier, der Abwärtstrend, der kleinere hier, der hier nach unten gelaufen ist, ist tatsächlich erstmal rausgenommen. Der Markt ist hier wichtig über dieses Level drüber gelaufen. Und jetzt geht es hoch. Konsolidierung, jetzt wird es wichtig. Solange wir nicht unter die Marke von 3.700 und hier unten 63 fallen, ist der Aufwärtstrend, der kleine, intakt und damit der Weg nach oben hin zunächst erstmal geebnet. Nächstes Anlauflevel hier im S&P 500 hier oben. Grob mal die Marke um die 3.800 bis 3.820, also dieses Level, was wir hier in diesem Bereich haben, dieses Schwunglevel, sehr interessant, wird gut und bullisch, wenn der Markt tatsächlich nach oben zieht, gibt es hier allerdings einen Abprall, dann müssen wir schauen, dass wir die Unterseite genau anschauen, habe ich auf der Uhr und damit danke fürs Zuschauen und einen erfolgreichen Handelstag, bis morgen und wie immer, traden Sie Ihren Plan und dann klappt das auch, also Handelsplan machen, Handelsplan traden, so läuft's und so machen wir das hier jeden Morgen. Danke und vielleicht bis später im Wall Street Traders Lunch. Ansonsten bis morgen früh um 8:30 Uhr exklusiv und live bei Tikmel Deutsch. Tschüss.